Zweifelsohne war dieses Auto auch heute wieder der Hauptdarsteller bei der Aktion Junger Fahrer, die nunmehr schon zum 10. Mal im IKL in Nordhausen ausgerichtet wurde. Zwar gäbe es in Deutschland immer weniger Verkehrstote, wie der Chef der Kreisverkehrswacht Olaf Salomon sagte, doch das sei in puncto Verkehrserziehung kein Ruhekissen. Wir haben in diesem Jahr leider alleine in Thüringen bereits 95 Tote zu beklagen. Das sind 16 mehr als im Jahr 2010. Es ist ein Angebot, nutzen Sie dieses Angebot, lassen Sie sich an den Ständen informieren über Chancen, über Risiken, über den richtigen Umgang mit der Technik, mit dem Auto. Damit eröffnete Landrat Joachim Klaus auch diesen Aktionstag und dann wurde das Fahrzeug aus 10 Metern Höhe vom Haken gelassen. Was da noch übrig bleibt, davon konnten sich die jungen Leute sowie die Mitarbeiter des IKL selbst überzeugen. Nicht viel, was da vielleicht noch an ein fahrbares Auto erinnert. Und das bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h. Doch im Gegensatz zu anderen Aktionstagen, so groß war das Interesse beim IKL nun auch wieder nicht. Gegenüber, auf dem eigentlichen Gelände der Weiterbildungseinrichtung, waren die Stationen aufgebaut, die von den Azubis und Berufsschülern absolviert werden mussten. Auch ein lockeres Gespräch mit einem Beamten der Nordhäuser Polizei gehörte dazu. Besonders begehrt war der Überschlagssimulator, bei dem es einmal um die Längsachse eines Autos ging und bei dem die Insassen, sofern sie in der Realität noch dazu imstande gewesen wären, sich aus einem auf dem Dach liegenden Auto befreien mussten. Für alle aber, die nicht richtig aufgepasst haben oder die es einfach nochmal verlangsamt sehen wollen, hier zum Abschluss der Absturz.